So, guten Tag. Und zwar, ich wurde mal gefragt, wie wir das machen, bei der Selene auf den Mast zu kommen. Also, ich hatte das in irgendeinem Video mal so kurz drin und da habe ich einen Kommentar gekriegt und habe irgendwann mal versprochen, das mal zu zeigen. Und das mache ich jetzt mal. Also. Also im Prinzip verwenden wir eine Kombination aus einer normalen Steigklemme und einem sogenannten Kri-Kri. Das ist, ich weiß gar nicht, was für eine Version das ist, die 3er vielleicht von Petzl. Also eine selbstsichernde Absturzsicherung und natürlich Klettergurt. Und dazu habe ich hier Leine, die wird auch nur dafür verwendet, 30 Meter, ich glaube 10 mm. Ist jetzt kein Kletterseil, ist eine normale Leine. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, das ist die Leine, die von oben kommt. Also das ist die Leine, die hier von oben kommt, die wird mit einem Fall oder sowas halt zum Mast hochgezogen. Dann kommt hier die Steigklemme drauf. Die geht halt nur in eine Richtung, aber die andere nicht. Die Maus wird weg. Und dann kommt hier das Kri-Kri. Und zwar muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, wie rum. So, dass die Öse, wo der Karabiner durchkommt, nach oben zeigt, wo sozusagen das Seil weggeht, was nach oben weggeht. Der Karabiner durch. Hier hängt der Klettergurt drin, so dass man, wenn man halt hier dranhängt, bewegt sich das nicht. Ja, also jetzt hänge ich hier dran, aber es bewegt sich nicht. Und ich kann aber über den Hebel das kontrolliert. Genau. Und jetzt ist natürlich das Problem, an der Steigklemme hängt eine Schlaufe dran. Steige ich mit dem Fuß in diese Schlaufe und kann mich sozusagen hier nach oben bewegen. Und jetzt müsste ich das Kri-Kri nachziehen, dass ich mich dann in den Sitzgurt setzen kann, die Steigklemme wieder zu entlasten und das nächste Stück hochzuschieben. Und da ist es nicht schlecht, wenn man hier eine Art Rolle hat. Und die hole ich jetzt mal. Müsste diese Schlaufe an die Steigklemme, an die Steigklemme hier oben rein. Das ist praktisch wie vorher. Hier die Steigklemme mit dem Seil, was nach oben weggeht. Hier hinten hängt einfach nur so dieser Karabiner dran. Und hier unten hängt die Schlaufe, in der ich mit dem Fuß stehe. Und weiter unten ist natürlich immer noch das Kri-Kri. Und jetzt ist es hier am besten, wenn man hier eine Rolle durchmacht. Ja, Entschuldigung, ich habe hier noch mal einen kleineren Karabiner genommen, anstatt von dem großen, weil hier der Schäkel
an der Rolle durchpasst, weil im anderen war es ganz schön eng. So, jetzt kommt hier die Rolle dran. Und durch diese Rolle kommt das Seil, was sozusagen nach unten geht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier mit dem Durchfitteln. Ich fittel nochmal fix die andere Seite durch. Also, Seil vom Mast an die Steigklemme, an der der Karabiner hängt mit der Rolle, und hier unten die Schlaufe, die ich nutze zum Höhersteigen. Und dann kommt hier unten das Krikri, wo man mit dem Klettergurt drin hängt, und das Seil, was sozusagen aus dem Krikri dann nachgezogen werden muss, wenn man höher steigen möchte. Das geht über die Rolle. Die Sache ist, das Seil ist halt noch relativ neu und relativ glatt im Moment. Und oben, ich ziehe mich meist im Spielfall hoch, oben ist nur eine Rolle wie diese hier. Und ich weiß nicht, wie alt die ist, und die hängt auch oben in so einem Schädel drin. Und ich sag mal so, ich bin mir nicht sicher, ob die mal abreißt. Und deswegen nehmen wir meist das Großfall noch mit. Und das hänge ich extra noch im Klettergurt ein. Und wenn ich mich hochziehe, zieht die Claudi unten einfach das Großfall nach. Falls von dieser Konstruktion irgendwas abreißt oder das Spielfall oben abreißt oder das Krikri doch nicht sperrt und sozusagen ich mich entlaste und auf einmal geht es vehement nach unten, dass ich sozusagen jetzt nicht abstürze. Und beim Ablassen lässt die Claudi dann nach, und ich setze einfach einen Krikri, ziehe hier dran und kann das sozusagen kontrolliert lösen, dass ich halt nicht zu schnell nach unten gehe. Gut, das werden wir jetzt mal den Mast bremsen und mal ausprobieren. Das Problem ist, heute ist halt relativ viel Wind und das wird in der Kamera halt nur rauschen. Ich hoffe mal, dass das überhaupt meine kurze Predigt hier verständlich war. Ne? Okay, bis später. Wenn es runtergeht, kann man dann die Steigklemme abmachen und sich an dem Krikri direkt runterlassen. Ich kann das mal kurz wieder zeigen. Großfall jetzt nicht löse wieder unten am Mast, kommt der Martin nicht mehr runter. Da muss er da oben bleiben. So, Making of von einem Video. Ich filme jetzt Martin, wie er sich filmt, und dann filmen wir uns gegenseitig. So, ich denke, man hat es gesehen. Wir sind oben. Ja, hier das Vorfall, sieht man das?
das hat hier gequietscht, wenn das Vorschlag sich bewegt hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie strukturell. Ja, ich überprüfe halt immer hier die Beschläge von den Wanden, ob hier irgendwelche Kartele, irgendwelche Risse. Ich hoffe, man hört das. Ich versuche extra die Kamera so ein bisschen gegen den Wind zu halten, obwohl natürlich ich dann ziemlich im Schatten bin. Ja, ich tue mal kurz hier rumschwenken.